Hallo ihr Lieben, hier ist die Rose Fröhlich. Ernährungsmaß, wie geht schneller, frischer Kartoffelauflauf? Ihr braucht einen Sparschäler, dann frische Kartoffeln, die Kartoffeln einmal waschen oder schälen und danach waschen, ganz wie ihr mögt. Ich nutze ja immer gerne den Sparschäler, der diese Schwingung, ja Schwingungsklinge sage ich immer dazu, vorne hat, weil das mit denen eigentlich gut funktioniert, aber schaut einfach, was ihr gerne nutzen möchtet. Wenn ihr die Schale abgeschält habt, dann müsst ihr die Kartoffel einmal halbieren. Man kann sie natürlich auch im Ganzen nehmen, kommt so ein bisschen auf die Größe eurer Kartoffel an und schneidet sie in Scheiben. Und ich mache es immer so, dass ich die Kartoffel, seht ihr ja hier, halbiere, weil sie dann einfach stabiler auf dem Brett liegt. Und dann kann man sozusagen genau mit einem scharfen Messer schön auf die Finger aufpassen, Kuppen einziehen, dann in wunderbare Scheiben schneiden. Ihr seht auch hier, dass die Kartoffel wunderbar liegen bleibt und man sie dann direkt wie ein Fächer in die Auflaufform geben kann. Dann kommt die weitere andere Hälfte der Kartoffel, die ebenfalls vorsichtig, passt auf eure Finger auf, in Scheiben geschnitten wird. Und wird dann auch, das ist ja hier jetzt für eine Portion mit einer Kartoffel. Die Kartoffel ist ungefähr so Handschalen groß, also passt sozusagen einmal in eure Hand. Dann braucht ihr einmal Sahne, bisschen Paprika und etwas Salz. Der Kartoffelauflauf ist relativ einfach, das heißt die Sahne über die Kartoffel geben. Der Hintergrund ist, dass die einfach hitzestabil ist und das Ganze auch nicht kaputt geht. Dann einmal noch würzen. Ich habe einfach ein bisschen Paprika und ein bisschen Salz genommen. Da könnt ihr natürlich frei wählen, was ihr gerne nutzen möchtet. Genau, jetzt kommt die Paprika. Einfach so eine Prise. Und dann kommt noch ein bisschen Salz dazu. Dann kommt das Ganze in den Ofen, ungefähr bei 180 Grad, obere Unterhitze zwischen 30-45 Minuten. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie euer Ofen ist. Ihr könnt ungefähr, wenn ihr nach 30 Minuten fertig seid, das noch mit Käse belegen, sozusagen aus dem Ofen rausnehmen und nochmal extra mit Käse belegen und mit dem Käse auch nochmal überbacken. Genau, hier seht ihr das fertige Produkt. Ich habe den zwei Scheiben Käse oben drauf gelegt. Und dann könnt ihr wunderbar den frischen, selbstgemachten Kartoffelauflauf auf euren Teller legen. Wer mag, kann ja gerne Gemüse und auch noch ein Stück Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei oder einen Salat dazu essen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zubereiten. Ganz lieben Dank und ihr wisst ja, lasst ein Abo da oder das Plus weg. Liebe Grüße, eure Sandra.